Herr Hallander, was ist denn das Schöne an diesem Brauchtum für Sie? Ja, das Schöne ist, dass wir große Gruppen sind, jeder mit der Freude dabei ist und der Zusammenhalt in der Gruppe, dass wir miteinander von Bauer zu Bauer gehen und die Referenz erweisen und auch die Bauern freuen sich, wenn wir kommen. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Und was hat Ihre Maske dazu bedeuten? Das ist das Wappen, die Godecker, also das Schloss, Kirche von Godecker und hinten ist auch das Wappen von Godecker, also die Godecker Bercht eigentlich sozusagen. Und was steht heute noch auf dem Programm? Jetzt müssen wir noch ungefähr 10 Bauern besuchen und am Abend haben wir dann den Berchtenlauf im Ort, wo auch nachher die Musi dazukommt, der Bayerische Verein, die Schützen und noch mehr Schirchberchten, mehr Hexen, mehr Figuren, die dabei sind.